Hoffentlich wäscht er diesmal die beschissenen Uniformen. Ich mache mir langsam Sorgen. Die Optis werden auf der Straße sicher aktuell auch niemanden. Mit, das auch. Dann pushen wir uns mal langsam an den Kollegen hier ran. Scheint hier auch niemand zu sein. Und Licht aus. Okay, easy going. Suchen. Nehmen seine Knarre. Die Bombe war schlecht fürs Geschäft. Da. Maschinenpistole. Habe ich, glaube ich, sowieso nicht auf Tasche, ne? Nö, will ich auch nicht. Lass ich auch hier liegen. So, wir müssen da durch das Türchen. Ich denke mal eher, wir müssen wahrscheinlich da oben ist alles zu. Und ich möchte gerne oben lang, wenn es geht. Dann einfach nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Schätze ich mal. Ich mache mir langsam Sorgen. Die Stimmung auf den Straßen ist komisch. Da ist ein Schacht. Hier kommen wir nicht rein, weil hier ist zu. Kameras wären da auch noch. Ist also, bringt letztendlich gar nichts. Es kommt kaum mehr Geld rein. Ein bisschen aufpassen wegen den Kameras. Kann ich das benutzen? Auch nicht, Stufe 3. Kann ich rein theoretisch werfen. Gucken. Und PDA. Interessant. Franz Treffil. Propellerfroschjunge. Von Drahomir Konichi. Wie oft muss ich euch noch sagen, ihr sollt die Finger von den Codes lassen. Konichi und Chaki war das Lebenswerk meiner Mutter. Wir stellen zwar kein Spielzeug mehr her, aber wir nutzen das Gebäude und Mutters Codes dürfen nicht geändert werden. Der Code für den Lagerraum auf der rechten Seite muss 1998 bleiben. In dem Jahr hat Mutter den Propellerfroschjungen erfunden. Mögen sie beide in Frieden ruhen. Lagerraum auf der rechten Seite. Okay, ich weiß, glaube ich, welcher gemeint ist. Da ist auch noch was. Batek Sterba. Drahomir sagt, Milena wollte sich gestern Abend wieder wegschleichen. Behalte bloß ihren Lüftungsschacht im Auge. Sie hat zu viel Arbeit, um zu entkommen und zu gehen, um zu kommen und zu gehen, wann es ihr passt. Okay, also ich würde durch den Lüftungsschacht da reinkommen. Heißt aber auch, ich müsste den jetzt mal finden. Wahrscheinlich, eventuell ist der da drinne, weil da ist auch ein Strahlennetz und Kameras. Ganze nicht einfacher macht. 1998. Ah, guck mal an. Kann ich die auch wieder zumachen? Sehr gut. Dann wäre das zumindest schon mal erledigt. Safe öffnen, gesperrt. Terminal. Scheiße, Stufe 4.
Noch kein Code für, ne? Nee. Wieder nicht. So, hallo, geh mal rein da. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo wir hinkommen. Nur auf die Kameras achten. Da gibt es nur diesen einen Weg. Die Kameras bewegen sich nicht. Ja, wo sind die denn? Sind die auf meiner Ebene? Was ist das denn hier? Ich bin im Erdgeschoss. Bin da hinten. Hier soll irgendwo eine Kamera sein. Beziehungsweise da so. In dem Raum hier scheint aber keine zu sein. Bevor ich jetzt rausgehe, speichere ich einmal. Okay, hier sind keine Kameras. Muss schön vorsichtig sein. Schalter, da ist kein Strom drauf. Tür öffnen. Gar nichts. Lass das Radio wieder an. Oh, da ist sie ja schon. Hallo? Inkert. Interpol hat sie 28 gegründet, nach dem, Zitat, furchtbaren Zusammenhang. Inkert, Trigger und X. Geht natürlich wieder nicht. Zwischen den Geheimdiensten weltweit. Zitat Ende. Sie konnten ja schlecht sagen, wir haben jetzt eine Spezialtruppe von Killern. Stört die gar nicht, dass ich hier bin. Das ist ja toll. Zeitungen brauchen wir jetzt nicht lesen. Hoffentlich sind Sie nicht Edward Broad. Ihr Foto sieht nämlich völlig anders aus. Erzählen Sie mir, was hier vor sich geht. Kunsthandwerk? Ich glaube, Sie arbeiten für diese Betrüger da draußen. Oder arbeiten die für Sie? Es sollte niemals ein Betrug sein. Eher ein sozialer Dienst für Benachteiligte. Kein Opti wird zurückgelassen. Klingt für mich wie ein Fälscherring. Ich hasse das Wort Fälschen. Ich mache Grafikaktivismus. Ich helfe Leuten, jemand anders zu sein. Außerdem kommt man mit Fälschen im Lebenslauf nicht weit. Sie sind an etwas beteiligt, bei dem Menschen ausgenutzt werden und machen sich Gedanken über ihren Lebenslauf? So habe ich es nicht gemeint. Klar, Karriere ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Ich werde nervös, wenn ich im Stress... Also ich bin im Stress, wenn... Und das macht immer alles schlimmer. Puh. Ich habe doch keinen Grund, nervös zu sein, oder? Sie sind auf meiner Seite, richtig? Einer von den Guten. Nicht wie Drachomir. Schelten beruhigen. Ihre Freunde schüchtern draußen Optis ein, nutzen ihre Angst vor Deportation aus und sie gehören dazu. Sie haben Glück, wenn sie nicht in den Knast gehen. Ich bin nicht hier, um sie nervös zu machen. Ich will, dass sie mir das Wesentliche von dem erklären, was hier abgelaufen ist. Das will ich hören. Ich bin nicht hier, um sie nervös zu machen. Ich will, dass Sie mir das Wesentliche von dem erklären, was hier abgelaufen ist. Das Wesentliche. Okay. Ich wollte meinen augmentierten Freunden helfen. So wie ich das sehe, wurden Menschen mit der Aussicht auf falsche Papiere erpresst. Wo ist da die Hilfe? Das mit der Erpressung ist mies. Ich sag Ihnen, ich bin total gegen Erpressung. Natürlich. Ich erklär's Ihnen. Die Regierung druckt jeden Monat offizielle Papiere, verkauft sie aber nur an reiche Partner in Unternehmen und der Armee. Gleichzeitig werden die anderen Optis aus der Stadt getrieben, weil ihre Papiere nicht aktuell genug sind. Und genau das ist meinen Freunden passiert. Korrupte Regierung gegen organisiertes Verbrechen und normale Menschen in der Mitte. Ein echter Klassiker.
Als ich noch allein war, habe ich nichts berechnet. Aber dann machte Drachen mir daraus ein Riesengeschäft mit falschen Kontrollpunkten und absurden Gebühren. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte aufhören. Aber? Ich hatte Angst. Drachomir hat gesagt, er bringt mich um. Mit dem gleichen Blick, den Sie jetzt haben. Bringen Sie mich auch um? Was denken Sie? Ich weiß noch nicht. Das eigentliche Problem ist Drachomir und sein Kontrollpunkt. Ohne ihn könnten die anderen nicht mal einen Getränkestand betreiben. Sie könnten doch... Oder? Glauben Sie, ich laufe rum und erschieße Leute? Etwa nicht? Eher weniger, ne? Ich halte mir auch gern andere Optionen offen. Okay. Erstechen Sie ihn. Machen Sie ihm Angst. Oder holen Sie die Polizei. Drachomir hat mal eine Polizistin erwähnt, die ihn bedroht hat. Sie hing an seinem Kontrollpunkt rum. Vielleicht gibt es in Prag doch einen aufrechten Kopf. Das hört sich sehr gut an. Andernfalls müsste ich für Sie gegen ein paar Typen in Uniform kämpfen. Betrüger oder nicht? Sie hätten die ganze Stadt gegen sich. Trotzdem, es ist und bleibt Ihre Entscheidung. Genau. Und nur damit das klar ist, werden Sie jetzt aufhören, Dokumente zu fälschen? Ich mag keinen Ärger. Und noch schlimmer ist es, wenn jemand wegen mir leidet. Ich fälsche nie wieder Dokumente. Außer jemand braucht wirklich unbedingt Papiere. Dann würde ich es wahrscheinlich machen. Wenn wir wissen, dass wir helfen können, müssen wir es auch tun, oder? Kommt drauf an, was Sie vorhaben. Meine Papiere können die Behörden täuschen. Eigentlich. Eigentlich? Drachomir hat die Straßen mit Fälschungen überflutet. Also hat die Stadt Scanner und Prüfzahlen hinzugefügt. Solange meine Ausweise nicht in der Datenbank der Stadt aktiviert werden, sind sie nur Plastik. Die Leute zahlen also für Fälschungen und werden trotzdem deportiert? So muss es nicht ablaufen. Ich habe hier zwei brandneue Ausweise. Wir könnten diesen Leuten wirklich helfen. Na? Okay, wie können wir helfen? Die beiden heißen Edward Broad und Irenka Bauer. Drachomir will ihnen noch viel öfter Geld abnehmen. Sie könnten ihnen die Fälschung einfach geben. Verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Sie haben gesagt, die Menschen werden trotzdem deportiert. Wo ist da die Hilfe? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aktiviert. Und wenn Sie das durchziehen? In Ordnung, ich gehe zu Edward und Irenka. Ist es okay, wenn Sie bis dahin hierbleiben? Sobald Sie erfahren, dass Drachomir raus ist, lassen die anderen mich in Ruhe. Ich habe nur Angst vor ihm. Übrigens, da drüben steht ein Safe mit Ihrem Geld. Ich gebe Ihnen den Code. 2489. Bedienen Sie sich ruhig. Und Sie? Längst erledigt. Jetzt vorkommt. Mit Drachomir befassen. Netter Controller. Vernichtung rechnen mussten, wie wir die Kommunisten gehasst haben und sie uns, wie wir sie verachtet haben. Okay, Datenbank hinzugefügt. Story-Objekt. Eine Fälschung, mit der Edward Broad der Deportation entgehen kann, falls die Nummer in der Opti-Registrierungsstation der Stadt aktiviert wird. Und Irenka Bauer. Genau das gleiche Spiel. Mit Edward und Irina treffen, mit Drachomir befassen. Das ist in Bearbeitung. Ja, ich augmentierte Wandern dieser Stadt auf einem schmalen Pfad zwischen Prag und den Slums von Golem City. Ich habe einige gefälschte Papiere, die zwei Augmentierte helfen müssten, auf der richtigen Seite zu bleiben. Okay. Dann machen wir erstmal Edward und Irenka. Habe ich das schon gelesen? Nö. Toll. Eine Stadt wie für sie gemacht. Wir sind die technologisch fortschrittlichste Generation der Geschichte.
Auf individueller Ebene haben wir das Beste dieser neuen Technologie erfolgreich in unsere Körper und in unser Leben integriert. Auf kommunaler Ebene dagegen fühlen viele von uns sich in unserer Umgebung fehl am Platz. Die Städte, in denen wir leben, sind bestenfalls Verwahrstätten alter Architektur und alter Vorurteile, die nicht länger zu unserem Potenzial oder unseren Bedürfnissen passen. Schlimmstenfalls fühlen sie sich offen feindselig gegenüber dem an, zu dem wir geworden sind. Augmentierte Bürger in aller Welt erkennen, dass wir eine Art von Städten benötigen. Wir brauchen eine neue Hauptstadt des Fortschritts, die nicht von antiquierten Designmodellen und zynischen politischen Institutionen zurückgehalten wird. Wir brauchen eine Stadt wie Rabia, eine zugängliche, fortschrittliche, umweltfreundliche Metropole, die wie ein Leuchtfeuer in den Ebenen von Oman erstrahlt. Es mag nach einer utopischen Fantasie klingen, aber Rabia ist keine aus Träumen entstandene Stadt. Rabia wurde von der Saint-Dieu Group aus Notwendigkeit konzipiert und errichtet. Rabia ist die Stadt, die unsere Generation braucht. Rabia ist eine Stadt wie für sie gemacht. Ich weiß das auch nicht mehr, aber mein Großvater hat mir davon erzählt. Ausschalten. Mir kommt das alles langsam. Geht nicht. Okay. Eine Wache ist da nur. Ne, das geht aber. So, ich mache mich mal wieder rar. Dann holen wir die junge Dame mal hier raus, würde ich sagen. Kann ich den auch wieder zumachen? Nur zur Sicherheit. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn die irgendwie sehen, dass das auf ist. 2, 4, 8 und 9. Freischalten. Und los ist Eindringen. Safe öffnen. Splittergranate. Credit. Okay, können wir den wieder zumachen, bitte? Wir wollen ja keine Spuren hinterlassen, ne? Verschließen. Okay, der eine Kasper liegt da noch. Ich weiß nicht, ob die irgendwann wieder aufwachen. Ich mache mir langsam Sorgen. Ich tue die mal hier rein. Nur zur Sicherheit. Könnte die auch durch die Gegend schwerfen. Sie wird schon noch einsehen. Naja, sie wird das sicherlich einsehen. So, komm mit, Kollege. Hallo. Na komm, rein mit dir. So. Es kommt kaum mehr Geld rein. Wir müssen ein wenig abwarten. So, jetzt muss ich hier nur wieder irgendwie rauskommen. Möglichkeit, ohne entdeckt zu werden. Achso, ja. Das wollte ich nicht. Das halt. Los, geh darauf. Tonne, hör auf da. Man sollte meinen, dass das Geschäft nach Musiker besser läuft. Die Optis werden auf der Straße angegriffen. Sie verstecken sich. Hoffentlich wäscht er diesmal die beschissenen Uniformen. So, damit hätten wir das. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir die beiden Kollegen finden. Nur weil Drahomir aussieht wie ein Polizist, muss er noch keiner sein. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt. Der sah ziemlich echt aus. Quatsch! Der Typ ist ein Betrüger, das weiß jeder. Wenn du das beweisen kannst, bin ich dabei. Das weißt du. Halt! Nicht von hier, was? Wie kommen Sie darauf? Sie sind gerade auf einen Polizeibeamten zugegangen. Und ich glaube, sie versprechen sich davon sogar etwas. Wegen der Unterdrückung in der Stadt.
Hören Sie, ich habe nichts gegen Ihresgleichen. Also persönlich. Aber ich kämpfe an der Front eines Polizeistaats. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Klingt ziemlich abstrakt für einen Polizisten. In meinem Job mache ich mich mitschuldig. Und das kann ich nur, wenn ich abstrakt denke. Ich zerre keine Menschen aus ihren Häusern, sondern historische Sonderfälle. Ich schieße nicht in die unbewaffnete Menge. Ich erfülle den Willen der Geschichte. Sie meinen den Willen der Machthaber? Das ist dasselbe. Ich war übrigens auch mal Polizist. Aber nicht in Prag. Und nicht seit dem Zwischenfall. In Amerika, Detroit, ist lange her. Ich beneide Sie. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sagen kann, ich war mal ein Cop, ist lange her. So schlimm? Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich zur Feuerwehr gehen. Bei einem Feuer sagt keiner Scheiße. Hat es das wirklich verdient? Man befolgt Befehle und kann sich gut dabei fühlen. Ich wurde an einem falschen Kontrollpunkt angehalten. Hier soll es einen Polizisten geben, der weiß, wovon ich rede. Drachomir. Mieser Arsch. Schmiert genau die richtigen Leute. Hat Dokumente, die beweisen, dass er echt ist. Von wegen regionaler Kontrolleur. Ich stelle gerade eine Akte zusammen. Eine Akte? Der Typ verkleidet sich als Polizist und belästigt Optis auf der Straße. Genau wie 99% der Kollegen, mit denen ich arbeite. Mit der richtigen Summe, in der richtigen Tasche und schicken Papieren geht in dieser Stadt fast alles. Vor allem, wenn alle der Meinung sind, dass er nichts Falsches tut, sondern nur den Optis das Leben schwer macht. Hinter der Sache steckt mehr. Genau das denke ich auch. Sagen Sie es mir doch. Was dreht Dracho mir hinter meinem Rücken? Ein Mädchen namens Milena erzählt, dass sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde. Sie wurde eingestellt, musste Dokumente für ihn fälschen. Ich sollte gehen. Dragomirs Kontrollpunkt ist die Anlaufstelle für einen Fälscherring. Er hält Optis nicht nur an und nimmt ihn Kleingeld ab. Er erpresst sie. Was sagen wir denn jetzt? Ich würde sagen, hier. Ich würde Milena da ehrlich gesagt raushalten wollen. Draumirs Kontrollpunkt ist die Anlaufstelle für einen Fälscherring. Er hält Optis nicht nur an und nimmt ihnen Kleingeld ab. Es ist Erpressung. Hat dieser Fälscherring eine Adresse? Ich war drin und habe die Werkstatt gesehen. Wissen Sie was? Das Zauberwort war belästigt. Ich habe nur nach einem Vorwand gesucht, zur Abwechslung mal einen Typen zu kassieren, der es wirklich verdient. Jetzt kann er sich nicht mehr verstecken. Sie halten besser Abstand. Ist jetzt eine offizielle Polizeiangelegenheit. Halten Sie sich raus. Okay. Ich gucke mir das Ganze aus der Entfernung an, unauffällig. Wow. Mädel. Ah, wieso denn ich? Wieso denn ich? Hä? Was? Wieso denn ich? Was ist da los? Wieso? Was? Warum? Hä? Wieso? Ach, weil ich die Knarre in der Hand hatte, ne? Scheiße, ich dachte, ich könnte ihnen helfen oder so, aber... Okay, ich halte mich raus. Und verkrümmel mich mal. Wie soll ich hier so hin? Wieso?
der da in den Laden rein? Was ist bei dir denn los? Yay! Mit Drahomir befassen. Milena, geklappt. Ich habe Neuigkeiten über ihren Freund Drahomir. Drahomir hat schon viele Rollen gespielt. Mein Freund war sicher nicht dabei. Die Sache ist erledigt. Er macht Ihnen keine Probleme mehr. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber ich bin froh. Falls Sie jemals Dokumente brauchen. Ich komme klar, danke. Da, für die Kampfdrohne. Hier in der Ecke ist jemand aufmerksam geworden. Da hinten auch. Okay, irgendwer sucht jetzt irgendwen. Hoffen wir nicht mich. So, Edward und Irenka. Edward und Irenka. Da draußen ist irgendwas, ganz sicher. Bitte, lasst sie mich in Ruhe. Ich tue alles, was sie sagen. Hier, Ruhe. Wie denn? Unten? Es ist zu ruhig. Wir waren Maschinen. Aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht. Etwas in uns kämpft. Es gibt Momente, wenn etwas in uns eindringt. Gedanken erscheinen, die nicht von uns stammen. Wir fühlen, was wir früher nicht gefühlt haben. Wir hören Stimmen. Lehren Sie uns, Kinder zu haben, damit wir sie lieben können. Primus, sind Sie das? Sind Sie Irenka Bauer? Wer sind Sie? Bitte nehmen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Ruhe. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu nehmen. Nein? Irenka hat große Angst. Was immer Sie ihr sagen wollten, sollten Sie zuerst mir sagen. Ich bin der Roboter, Helena. Irenka geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen. Irenka hat jemanden für eine Opti-Legitimation bezahlt, damit sie nicht nach Golem City muss. Dieser jemand liefert jetzt. Wirklich? Wenn das stimmt, wird sie... werden wir sehr glücklich sein. Wenn wir in Prag bleiben können, werden sie vielleicht sogar... Es gab mal ein Stück, das viel vorausgesehen hat. Roboter, Revolutionen, die Zukunft der Menschheit. Sie hat es auswendig gelernt. So versucht sie, so versuche ich, zu begreifen. Ich nehme sie beim Wort. Hier, diese Legitimation täuscht auf den ersten Blick jeden. Heißt das, ich muss mich nicht länger verstecken? Nicht so ganz. Sie sind noch immer in Gefahr. Die Legitimation muss aktiviert werden, sonst landen Sie bei jedem Routinescan trotzdem in Golem. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Es gibt keinen legalen Weg, hier zu bleiben. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Wir wissen nicht, wie man sich einstellt. Ich kümmere mich um die Aktivierung. Verhalten Sie sich unauffällig, bis das geklärt ist. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Nicht ganz dicht. So, pass auf. Ich habe ja hier so einen Point bekommen. Darüber bin ich sehr erfreut, deswegen aktiviere ich jetzt diesen... Brauche noch einen Point. Na, großartig. Oh, das könnte doch nicht wahr sein. Na gut. Dann lese ich erstmal ein Buch. Ruhe, Rossums Universalroboter. Ach übrigens, was sie gerade sagte, das erinnert mich an dieses Stück. Roboter, Revolution, die Zukunft der Menschheit, erinnerte mich ein bisschen an Terminator, ehrlich gesagt. Eine dramatische Komödie in drei Akten. Rollenverzeichnis, Direktor, technischer Leiter, okay. Leiter Physiologie und Forschung, Leiter Roboter, Geschäftsführer, Vorarbeiter. Ne Mädchen. Roboter. Okay, das war erfrischend kurz. Finde ich gut. Ein PDA. Ein PDA. Das ist ein PDA. Irenka Bauer. Von Thomas Bauer.
Schwesterherz, was soll ich denn noch machen? Ich habe deine Fantasien monatelang unterstützt, aber ich fürchte, das macht alles nur noch schlimmer. Du sprichst für eine Rolle vor, die es nicht gibt und benutzt Roboter Helena, um dich vor der Welt zu verstecken. Ich will dir helfen, Irenka, aber ich weiß nicht wie. Bitte sage mir, was ich tun soll. Ja, ich sag ja, nicht ganz dicht.